Hallo, ich bin's wieder und ich reite immer noch auf diesem Riesenviech und es hat mich erstochen und weggeschleudert. Also, und jetzt regnet es schönes, unrealistisches Blut und mein Helm liegt dort. Das war doch klar, dass wieder unser Helm flöten geht. So, dann gehen wir mal in Exit und gehen in Crime City. Ihr dürft mir auch Maps erstellen, die ich dann spielen sollte. Nennt sie einfach TNT Creep. Hier irgendwas so. Ja, genau. Das, so sollte sie nennen. TNT Creep irgendwas. Ja. Und hier weiß ich überhaupt nicht, was man machen soll. Vielleicht rumtanzen. Woo, Party, ganz allein im Auto. Wow. Oh Gott! Sehr realistisch. Also mir hängt jetzt der Darm aus dem Hintern raus und der eine Typ redet immer noch mit mir, anstatt zu kommen und mir zu helfen. Also nette Leute. Ach so, da steht ja die Anleitung. Ich bin so blöd. So, jetzt machen wir nochmal Restart. Gut, jetzt warten wir, bis wir die Anleitung wieder sehen. Gut, okay. Ich habe irgendwas von Press Space to Start. Und jetzt können wir eigentlich... Ja, er tut so, als würde er fahren, aber es bringt nichts. Ja, jetzt, oder? Komm. Ah, hab's geschafft. Ja, und Shift. Ja. Das sieht aus wie Need for Speed. Wer Need for Speed kennt, kennen wohl die meisten. Also, wer sich zu Icon-Spiele vertieft, sollte dieses Spiel nicht spielen, denn Realität lässt grüßen. Meiner krümmt sich gerade im Auto zusammen und fährt, also es könnte genauso gut GTA sein. Und wir haben wieder jemand überfahren. Jetzt komm, überschlag dich. Überschlag dich. Der Kofferraum öffnet sich, sollte ich etwa eine Leiche mitnehmen? Okay, Kofferraum offen. Kofferraum zu. Jetzt weiß ich wenigstens, wie der Kofferraum geht. Ja, komm. Also, realistisches Spiel. Ich rutsche auf den Hintern weiter. Okay, gut. Also, ich finde, da, wie ist das mit 4,5 Sternen hier reingekommen? Ehrlich, wie zur Hölle? Oder bin ich einfach wieder mal zu blöd, das zu spielen. Spielen wir mal BMX oder spielen wir überhaupt nichts? Wir sehen uns gleich wieder an diesem Anfang in BMX Park. Bis gleich.